Hallo meine Hypekids, herzlich willkommen hier zu Sneak News, zu den Gerüchten auf PCTV. Ich wünsche euch viel Spaß beim Gucken und los geht's! So, dann fangen wir gleich mal an mit dem ersten Schuh und zwar ist es der... Kendrick Lamar Reebok Classic Leather Looks. Ja, in diesem Jahr kamen ja schon 3 Modelle raus von Kendrick Lamar und Reebok und das ist jetzt quasi das 4. Modell. Ist komplettes Leder-Upper, hat der, sieht echt edel aus und ist so olivgrün. Ja, warum olivgrün? Weil in Compton, da ist ein Sprichwort und man sagt halt, aus Rot und Blau wird grün. Ist da kein Sprichwort. Alle, die in Kunst aufgepasst haben, ist klar, wenn man Rot und Blau mischt, wird es grün. So, in dem Sinne, beziehungsweise eigentlich braun, wa? Fällt mir gerade auf. Und das muss auch so sein. Naja, auf jeden Fall ist das Sprichwort aus Compton, da wo wahrscheinlich Kendrick Lamar herkommt. Und also aus Rot und Blau wird grün und deswegen ist er halt so olivgrün und sieht echt edel aus. Ist halt wirklich einer der besten Modelle von der Reebok Classic halt. Finde ich echt gut. Soll Ende November kommen. Ja, der Schuh wird wahrscheinlich wieder um die 100 Euro kosten. Also die Preise von Reebok sind echt, also gehen echt klar. Da kostet selten mal ein Schuh über 100 Euro. Das finde ich echt stark. Ende November wird er kommen und ich hoffe, ihr kriegt ihn alle, meine Freunde, ne? Kommen wir von den einen olivfarbenen Schuh jetzt zu dem nächsten. Und zwar ist es der Adidas Original NMD R2 Prime Knit Olive, logischerweise. Der NMD R2 soll wohl Anfang Dezember schon kommen und wird 180 Euro kosten und ist schon gelistet bei 43,5. Ja, ist halt der Nachfolger vom NMD R1 und ja, hat halt wieder ein Prime Knit Upper und auf dem Prime Knit Upper sieht man halt so eine verschiedenen Streifen oder Balken, will ich vielleicht gar nicht sagen, sind wirklich eher so Streifen komplett über den Schuh gezogen. Und was auffällt ist, dass die kompletten Blöcke an den Seiten, quasi die Lego-Bausteine, wie auch immer, ihr könnt den nennen, wie ihr wollt, ja, ich weiß gar nicht, die perfekte Bezeichnung ist auch egal. Die sind halt komplett jetzt weg und es sieht jetzt wirklich aus halt wie ein NMD R1 ohne die Blöcke halt. Man sieht es nicht, man schmeckt es nicht. Man weiß es nicht. Ne? Ist halt der Nachfolger, NMD R2. Nee, muss ich ehrlich sagen, das finde ich aufwertend, das wertet den Schuh ein bisschen auf und wir können gespannt sein, wie viele neue Modelle von den R2 kommen werden. Der olivfarbene Colorway ist auf jeden Fall der erste und ich denke mal, der wird dann wieder um die 180 Euro kosten, beziehungsweise 170 bis 180 Euro, so ungefähr um den Dreh. So, kommen wir jetzt wieder zum R1 NMD. Am 3.12. soll wohl das Three Color Package kommen und zwar besteht es halt aus 2 NMDs. Einmal so ein Oreo-farbener, der ist so weiß-grau. Weiß-graues Prime Knit Upper hat ja und dann so ein schwarz-graues, aber wirklich eher ein schwarz gehaltenes Prime Knit Upper. Und die Adidas-Streifen sind dann fast in den Farben von Frankreich, kann man so fast so sagen. Einmal in Blau, Weiß und Rot. Und ich finde, durch die 3 unterschiedlichen Farbtönen auf den Adidas-Streifen finde ich den Schuh echt cool, echt schlicht, aber irgendwie dann doch wieder geil. Also echt, ich feiere den, finde den schwarzen besser als den hellgrauen und wird am 3.12. wohl kommen. Wahrscheinlich wieder bei Adidas Online direkt, vielleicht auch bei bekannten Adidas-Retailer normal und ja, wird wahrscheinlich wieder so 170 Euro kosten und am 3.12. kommen. So, kommen wir zu einem weiteren Gerücht und zwar hat jetzt Hypebeast Bild vom neuen Nike Hyper Adapt 1.0 gepostet, kann man sagen. Und zwar ist es einer der ersten Schuhe nach dem Nike Mag, der sich wohl selber zuschnürt, also mit Power-Lacing-System quasi. Ja, ist erstmal wirklich zukunftsrichtweisend. Auf vielen Nike-Modellen wird es halt Nike dann machen. Power-Lacing-System kann man so sagen. Ja, jetzt kommen wir erstmal zum Preis. Was denkt ihr, wie teuer wird der denn sein? Was, 300? 400? 500? Ey, Digga, 500 Euro für Schuhe, die sie selber schnüren. Wo kommen wir denn da hin? Nee, ohne Mist. Jetzt schnallt euch an. Warte. Nee, aber ohne Mist jetzt. Er soll wohl 720 US-Dollar kosten. Dann umgerechnet ungefähr auch um die 720 Euro, 700 Euro pipapo. Auf jeden Fall krasser Preis. Und wer hat denn 700 Euro? Wer gibt denn 700 Euro für einen Schuh raus? Und das ist Retail. Was soll der denn im Resale kosten? Ja, auf jeden Fall ist der Preis krass. Ich finde den Schuh an sich jetzt nicht so geil. Aber durch das Lacing-System ist halt wirklich krasser, was da jetzt Nike macht. Und ja, ich werde mir nicht holen, weil broke as fuck, aber ne. Jo, dann sind wir schon am Ende von Sneak News und den Gerüchten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt gerne wieder einen Daumen da lassen, kommentieren natürlich und folgt uns bei YouTube hier. Das andere Video zu Sneak News wird euch jetzt hier in der Beschreibung gepackt und ja, wir sehen uns nächste Woche. Boah, ist ja nur der Tannery runtergefallen, ist ja kein Problem. Kurz.